Am Freitag hatten wir ja den großen Verfall. Es war der 18. September und der Verfall ist immer ein wichtiger Umkehrpunkt im Chart. Das werden wir uns anschauen, genauso wie wir uns kurz auf die Saisonalität berufen und uns auch die Strategie Sommerloch Short ansehen, die ja nur 5-mal im Jahr aktiv wird, aber jetzt am Montag auch das letzte Signal liefert. Über das Wochenende ist der DAX schon mal schwächer. 60 Punkte geht es da nach unten im Wochenendhandel und damit begrüße ich dich sehr hier bei Finanzmarktwelt. Mein Name ist André Stark und ich habe lange als Portfolio-Manager gearbeitet und freue mich, dass ich meine Sicht der Dinge auf den DAX dir ganz kurz für die nächste Woche präsentieren darf. In der letzten Woche war ja die Idee, einen Stop-Buy in den Markt zu setzen mit dieser Anomalie der heißen Hexen, dass die Kurse eher auch vor dem Verfall nach oben drücken können, insbesondere wenn sie schon steigen. Das ist ausgeblieben. Wir sind nicht über die Marke von 13.400 hinausgelaufen, hatten damit eben kein Long-Signal, so wie ich es vorgestellt habe. So ist es eben auch an der Börse. Wir sehen Chancen, setzen Limite, setzen Stop-Buys und sie werden einfach nicht erreicht. Als Börsianer musst du geduldig sein. Und eine andere gute Chance, die ich dir heute präsentieren kann, ist eben nicht nur das Sommerloch-Short, sondern es ist vor allem dieser Turnaround um den Verfall. Und das habe ich als Fondsmanager häufig erlebt. Ich habe es jetzt nur für 2 Punkte mitgebracht. Ich hätte es auch noch viel länger für die Historie aufklappen können. Dann wäre es aber unübersichtlich gewesen. Deswegen lade ich dich ein, schau dir deine Charts mal selber an, wie häufig der große Verfall, der ja 4-mal im Jahr stattfindet, auch ein Turnaround in den Charts ist. Was meine ich damit? Guck mal hier zum Beispiel im Februar, März hatten wir die Corona-Krise, der größte, schnellste Abverkauf im Markt, den wir jemals gesehen haben. Von den Höchstständen ging es da massiv runter bis zum 20. März. Das war eben hier der Freitag zum großen Verfall. Und es ist üblich, es ist typisch, gerade wenn du dir hier mit dem Thema Delta und Gamma-Hedging dich beschäftigst, mit dem Short-Squeeze, mit den Market-Makern, um mal einige Buzzwords in den Raum zu stellen. Es ist eben typisch, dass der Optionsmarkt hier ein Stück weit in diesen Extremsituationen den Kassamarkt zieht. Und man sieht das auch hier schön nach diesem massiven Abverkauf. Und die letzten, ich sag mal, 1500 Punkte. Und der Future stand ja auch im Bereich knapp über 8000. Was wir hier sehen, ist die Kasse. Das ist eben üblich, dass es gerade um den Verfall hier zu solchen Verwerfungen kommt. Und dann ist es eben gerade bei so extremen durchaus nicht selten, dass der Markt dann wieder sehr stark korrigiert. Wenn also das Optionsinteresse aus dem Markt raus ist, was am 20. März ja der Fall war, mit dem großen Verfall sind eben die Optionen auf Aktien, die Optionen auf Indizes, aber auch die Indizes selber verfallen oder wurden eben entsprechend dann hier von den Institutionellen gerollt. Und damit ist eben dieser Gamma-Squeeze auch nicht mehr so ein starkes Thema, was insbesondere in der Woche vor dem großen Verfall sehr wichtig ist und deswegen ich auch immer regelmäßig die heißen Hexen handle. Also du siehst, massiver Abverkauf, starke Korrektur, Klassiker, das passiert eben häufig, wenn wir den großen Verfall haben, im Kleinen wie auch im Großen. Danach sehen wir hier im Mai, Juni diesen exponentiellen Anstieg, den wir auch in der Nasdaq im August gesehen haben. Dann sehen wir die Korrektur schon vor dem Verfall. Kann natürlich auch passieren, haben wir jetzt eben in der Nasdaq und auch im S&P ein Stück weit gesehen. Der S&P, das weißt du ja durch Finanzmarktwelt, ist sehr stark durch die Tech-Werte getrieben und momentan haben wir ja auch den Rotation-Shift raus aus den Tech-Aktien rein, zurück in Value. Deswegen ist der DAX eben momentan auch relativ gesehen ein Outperformer gegen die Nasdaq, die ja massiv momentan auch unter Druck ist. Also hier haben wir die Korrektur gesehen, haben dann aber auch hier wieder vor dem Verfall nochmal einen Anstieg gehabt, der vielleicht ein Stück weit auch schon übertrieben war. Und der dann in der Woche nach dem Verfall, nach dem großen Verfall, muss ich sagen, weil der kleine Verfall ist ja jeden Monat, auch korrigiert worden ist. Natürlich jetzt keine 1000 Punkte, aber hier, das sind auch Ranges von mehr als 400 Punkten. Das kann man als Trader durchaus mal mitnehmen. Wie gesagt, hier dargestellt im Tageschart. Es ging ja noch nicht gleich am Montag massiv runter. Wir hatten zwar einen Gap Down, hatten dann den Turnaround Tuesday, sind dann hier hochgehandelt und sind dann Mittwoch, Donnerstag und am Freitag nochmal ein bisschen tiefer gewesen, hätten das hier also als guter Trader auch nutzen können. Zum Beispiel hier mit dem Gap Close hätte man sehr schön auch ein Limit Sell gehabt. Bedeutet auch für mich, was ich jetzt für die kommende Woche erwarte, ist eben auch nicht nur Sommerloch Short, sondern eben insbesondere zum großen Verfall den Turnaround zu sehen. Und das kann man hier vielleicht erahnen. Wir sind im Markt zwar relativ langweilig unterwegs. In den letzten Wochen haben wir ja eher hier diese Seitwärtsbewegung, ganz anders als in der Nasdaq mit neuen Alltime Highs. Und dann mittlerweile mit 12% Korrektur, sondern hier sind wir in einer engen Handelsspanne von 600, 700 DAX-Punkten, aber wir sind eher am oberen Ende und scheinen jetzt auch wieder ein Stück weit nach unten kommen zu wollen. Das wäre zumindest meine Annahme dafür. Was ist die fundamentale Begründung nun? Ich denke ganz klar, dass die Fed den Markt hier auch ein Stück weit enttäuscht hat, was aus meiner Sicht völlig richtig war, dass man jetzt nicht über mehr Helikoptergeld
diskutiert über negative Zinsen oder über andere Schweinereien, wenn die Märkte eben so stark sind. Man möchte hier vielleicht auch nicht zu sehr die Wahl beeinflussen, denn der Wahlausgang wird insbesondere auch von den nächsten 6, 7, 8 Wochen an der Börse abhängen. Und wenn eben Donald Trump nicht jedes Nasdaq hoch twittern kann, dann werden das seine Umfragewerte sicherlich auch nicht beflügeln. Also fallende Börse heißt auf jeden Fall mehr Chancen für Biden, wo ich auch glaube, dass der Demokrat hier entsprechend gewinnt. Das ist für die nächste Woche nicht relevant, für die nächsten Wochen allerdings schon, denn vor der Wahl geht es volatil zur Sache und rein saisonal sollte es auch runtergehen. Und schauen wir uns das mal kurz an. Wie ist denn das saisonale Verhalten? Und ich zeige es dir hier im DAX über die letzten 32 Jahre. Und ich zeige dir nur die Wahljahre, also nur die Zeit, in der auch eine Wahl stattgefunden hat. Also 2020, gut, da ist die Saisonalität noch nicht drin. Aber 2016, 12, 2008, 2004, 2000 und so weiter. Und du siehst, das war in der Wahl selber hier der Zeitraum, wo der DAX am schnellsten, am meisten verloren hat. Hier ist die Corona-Krise natürlich schon mit drin, aber rein empirisch gesehen aus den letzten Jahren sicherlich jetzt auch nicht die größte Statistik mit den meisten Observationen, aber wir haben eine Trefferquote von 50%, dass es hier in dieser Zeit runtergeht und wenn es runtergeht wie 2008, 92 oder auch im Jahr 2000, was ja doch einige deutliche Parallelen hat zu dem aktuellen Börsenjahr 2020, nicht nur im Dekadenzyklus, sondern auch aus anderen Gründen, dann kann man eben feststellen, dass hier die nächsten 4 Wochen ungemütlich werden und auch die nächste Woche selber schon, wenn ich das hier mal vom 21. September nur bis zum 29. runterziehe, wie auch in den letzten 4 Jahren immer einen negativen Markt in dieser Woche hatten, teilweise deutlich mit über 5%. Und das sehen wir auch hier. Hier ist es in 75% der Fällen der Fall gewesen, dass der Markt gefallen ist, nur zu 25% ging der Markt nach oben und hätten wir in dieser Zeit annualisiert den Return betrachtet, hätten wir massive Verluste aus den Aktien gemacht. Heißt also ganz klar für mich, in der nächsten Woche sehe ich den Markt eher tiefer. Und eine Sache, die ich dir noch zeigen kann, ist eben die Strategie Sommerloch Short. Die kennst du auch, wenn du bei mir in der Intensivausbildung Portfolio Management bist oder bei SMS-Signale. Die Strategie geht jetzt 5-mal im Jahr nach dem Verfall, egal ob es der kleine oder der große Verfall ist, Short. Jeweils in der Woche, also die anstehende Woche wird hier abverkauft und wir sehen mit 119% Rendite aus 5 Trades im Jahr mit jeweils 5 oder 4 Handelstagen, je nachdem, ob dann noch entsprechend Feiertage sind oder nicht, geht der Markt eben hier deutlich nach unten und damit, wenn du Short bist, verdienst du natürlich Geld. Die Trefferquote, wie gesagt, mit 53%, bisschen besser als der Münzwurf. Nach dem großen Verfall, das habe ich dir gerade gezeigt, ist es noch ein Stück weit besser. Der Drawdown mit 23% völlig okay auf den Gewinn, den man hier gemacht hätte. Und das zeigt sich durch den extrem guten Profit-Faktor. Das letzte Signal war negativ. Ich habe das auch getradet. Im August ist der Markt nach dem Verfall ein bisschen nach oben gekommen. Deswegen habe ich hier auch verloren. Aber dieses Mal werde ich auch wieder mit dabei sein. Ich werde in der kommenden Woche ganz klar Short-Gelegenheiten suchen. Und ähnlich wie beim letzten Verfall am 19. Juni auch, werde ich jetzt nicht all in am Montagmorgen Short gehen, sondern ich werde probieren, kleinere Korrekturen im Tagesverlauf einfach zu nutzen, insbesondere wenn das Sentiment vielleicht positiv dreht und die privaten Trader mir auch eine Indikation geben, dass sie eher long sein wollen in dem gelernten Verhalten der letzten Monate und dann werde ich eher probieren, auf die Short-Seite zu gehen. Das ist meine Idee exklusiv hier bei Finanzmarktwelt, also ansteigende DAX-Kurse im Bereich von 13.150 bis vielleicht 13.250 zu nutzen, um den Markt eher zu faden, also gegen die Rallye zu traden und damit davon auszugehen, dass wir in der kommenden Woche eher fallende Kurse sehen, aus der Saisonalität, aus dieser Strategie begründet. Man könnte ganz viel zum Fundamentalen sagen, aber das passiert auf dem Kanal ja hier schon sehr, sehr viel. Und damit danke ich dir, dass du mir zugehört hast und würde mich auch freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal unter André Stagge entsprechend besuchst und abonnierst. In dem Sinne, einen schönen Sonntag und bis bald.